Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich, wie man einen Usenet-Client herunterladen, installieren, konfigurieren und dann eine passende Datei herunterladen kann. Und zwar nehmen wir hierfür den Client sabnzbd. Diesen können wir herunterladen über sabnzbd.org/download. Wir können einen Client herunterladen für Windows-Systeme, Mac-Systeme oder Linux-Systeme. In diesem Fall wählen wir einmal die Windows-Installer-Datei und klicken einmal hierauf. Wir werden weitergeleitet zu einer Quelle. Hier beginnt ein kleiner Countdown, der herunterzählt und der Download beginnt hier unten. Die Datei ist auch relativ schnell heruntergeladen, denn sie ist nicht groß, um die 10 MB. Ist der Download abgeschlossen, gehen wir einmal in den Ordner, wo die Datei abgelegt wurde, also hier einmal in Ordner anzeigen, machen einen Rechtsklick auf die Datei und sagen als Administrator ausführen. Jetzt kommt die Benutzerkontensteuerung, diese bestätigen wir einmal mit Ja. So, wir können jetzt hier mehrere Sprachen auswählen. Wir wählen in diesem Fall natürlich die deutsche. Ansonsten ist es nur ein Weiterklicken. Wir können hier natürlich auch auswählen, welche Verknüpfungen angelegt werden, beispielsweise im Systemstart oder nur auf dem Desktop. Wir gehen einfach auf Weiter. Wir lassen auch hier die Standardeinstellungen mit Weiter und auch den Verknüpfungsnamen belassen wir so. Wir können jetzt natürlich hier nochmal auf die Wiki-Seite gehen, wenn wir uns nochmal zu dem Client alle Informationen anzeigen lassen möchten. Und die Versionshinweise möchten wir uns auch nicht anzeigen lassen. Wir sagen nun einmal Fertigstellen und schon ist die Installation fertig. Wir können jetzt dieses Fenster schließen und auf den Desktop zurückgehen. Und hier unten finden wir jetzt nun die Client-Datei sabnzbd. Und wir werden gleich weitergeleitet zu unserem Browser. Hier können wir jetzt den Client konfigurieren. Auch hier wählen wir die deutsche Sprache. Nun klicken wir einmal auf Start Wizard und geben unsere Daten ein. Als Adresse geben wir ein news.simonnews.com. Darauf achten, dass Simon News nicht mit Doppel-N geschrieben wird. Als Port geben wir die 119 ein und dann unseren Benutzernamen und unser Kennwort, welches wir vom Anbieter bekommen haben. Je nachdem, welches Paket gekauft wurde, können wir unter Verbindungen eine Zahl zwischen 8 oder 20 angeben. Wir geben hier nun die 8 ein. Anschließend können wir einmal auf Server überprüfen klicken, um zu schauen, ob die Eingaben richtig sind. Und wir sehen jetzt hier nun die erfolgreiche Meldung, Verbindung erfolgreich hergestellt. Nun klicken wir einmal auf Weiter. Und hier können wir jetzt auch Einstellungen vornehmen, die nicht besonders wichtig sind. Wir können jetzt beispielsweise sagen, dass wir auf diesen Client von jedem Rechner aus unserem Netzwerk zugreifen können, oder nur von diesem Rechner. Wir können auch den Zugriff per Passwort schützen. So, wir klicken jetzt einfach einmal auf Weiter. Und wir sehen jetzt hier, dass der Client einmal neu gestartet wird. Das kann ein paar Sekunden dauern. So, die Einrichtung ist nun beendet. Wir sehen hier die erfolgreiche Meldung. Und wir sehen hier noch einen kleinen Hinweis. Und hier die Adresse, wo wir den Client erreichen können. Diese Adresse können wir uns natürlich als Lesezeichen abspeichern, damit wir diesen Localhost nicht immer eingeben müssen. So, wir klicken jetzt einmal hier rauf und wir werden gleich zu dem Client weitergeleitet. In dieser Übersicht werden uns alle Downloads angezeigt, die wir tätigen. Auf die Einstellungen werde ich nicht komplett eingehen, denn diese sind relativ umfangreich, aber in diesen Standardkonfigurationen reichen sie vollkommen aus. Ich möchte nur einmal zeigen, wie man den Standardspeicherordner verändern kann. Wir gehen dazu einmal auf Einstellungen, klicken dann im linken Menü auf Ordner und können hier den Downloads-Ordner ändern. Standardmäßig wird der im Downloads-Ordner unter Complete abgelegt. Das heißt, wenn wir Dateien heruntergeladen haben, in diesem Ordner nachschauen. Möchten wir einen anderen angeben, klicken wir einfach auf Browse und suchen uns einen anderen aus. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Wir laden uns eine Datei herunter. In diesem Fall benutzen wir die Suchmaschine binsearch.info. Hier geben wir jetzt eine Datei ein, beispielsweise ufash, und sagen einmal Suchen. Und schon werden uns die Dateien angezeigt, die gefunden werden. In diesem Fall wählen wir einfach die oberste Datei aus, klicken diese einmal mit einem Haken an und sagen Create NZB, welche uns dann auch gleich heruntergeladen wird. Wir sehen hier den Download der ufash.nzb-Datei. Wir können uns diese natürlich auch nochmal in unseren Ordner anzeigen lassen, um sicherzugehen, wo diese abgelegt wurde, auch im Downloads-Ordner. Nun gehen wir zurück zu unserem Client, der sich momentan im Leerlauf befindet und wir sagen hier oben rechts einmal NZB hinzufügen.
Nun wählen wir diese aus und gehen auf Downloads und wählen hier die UFISH NZB aus und sagen einmal öffnen. Nun klicken wir hier einmal auf Hochladen und im Hintergrund sehen wir schon, dass die Datei hinzugefügt wurde. Wir sehen hier den Download, der schon beginnt. 20 MB ist die Datei groß und bisher haben wir 3 MB heruntergeladen. Der Download ist nun beendet. Wir sehen auch hier oben, dass der Client sich wieder im Leerlauf befindet. Und jetzt schauen wir uns an, ob die UFISH-Datei auch im richtigen Ordner abgelegt wurde. Wir öffnen jetzt einmal unseren Browser und wir wissen, es wurde im Downloads-Ordner abgelegt. Es ist aber nicht der systemeigene Downloads-Ordner, sondern der unter Dokumente. Wir finden hier oben Downloads und klicken hier einmal auf Complete. Hier sehen wir jetzt den Ordner UFISH. Und hier sind nun alle Dateien, die heruntergeladen wurden. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.